Rambo. Die wilden Truppen des General Warhawk bedrohen die friedlichen Bewohner der Erde. Überall greifen sie an. Nur ein Mann kann noch helfen. Verbindet mich sofort mit Rambo. Der Kämpfer für die Freiheit ist nicht zu stoppen. Er kämpft in den Städten und er kämpft in den Weiten des Landes. Rambo. Er hat zwei Helfer, Turbo und Cat, technische Genies und Meister der Tarnung. Sie beschützen die Unschuldigen. Rambo, die Macht der Freiheit. Rambo ist ein Waschlappen. Hallo meine Freunde der Zeichentrickserien, seid gegrüßt. Herzlich willkommen zum heutigen Videothema. Es geht um Rambo, die Zeichentrickserie. Habt ihr gewusst, dass es von Rambo eine Zeichentrickserie früher gab? Ja oder nein? Haut's mal unten in die Kommentare. Es ist sehr gut möglich, dass ihr von dieser Serie noch gar nichts oder noch fast gar nichts gehört habt, denn bei uns in Deutschland wurden scheinbar nur 21 Episoden ausgestrahlt, beziehungsweise dann später oder vorher auf VHS veröffentlicht. Und wenn man bedenkt, dass die Serie gut 65 Episoden hat, na, dann ist das mal ein knappes Drittel. Aber es gab da so ein paar kontroverse Diskussionen, was die Serie halt anging. Denn man darf nicht vergessen, es war eine Serie und es war die erste Zeichentrickserie, die von sogenannten R-Rated Movies, also Erwachsenenfilmen, als Kinderzeichentrickserie fürs Kinderprogramm umgesetzt wurde. Na, wie gesagt, wir hatten schon andere Kinofilme, die dann als Zeichentrickserien dann umgesetzt worden sind, aber Rambo war die erste Erwachsenenfilmreihe, die es dann letztendlich ins Kinderzimmer schaffen sollte. Und hier in Deutschland war man da nicht ganz so begeistert, nennen wir das Ganze mal. Denn es musste wohl ziemlich viel umsynchronisiert werden, es musste ziemlich viel geschnitten werden. Und ich glaube, man hat dann irgendwann gesagt, nee, das ist den ganzen Aufwand nicht wert. Wir haben jetzt hier 21 Episoden und mehr gibt es halt einfach nicht. Und das war wohl der Hauptgrund, warum es nicht mehr von Rambo in Deutschland gab. Wo gab es denn letztendlich was? Also wir sehen ja hier schon mal ein paar Videokassetten. Ne? Videokassetten habe ich mir ja jetzt so langsam angeeignet, auch danach zu schauen, wenn man hier schon die ganzen DVDs und so weiter im Regal hat, gibt es irgendwann nicht mehr viel, was man noch nicht hat, sagen wir es mal so. Und dann fängt man halt auch an, bei den alten Videokassetten dann immer mal wieder zu stöbern. Und ich hatte jetzt das Glück, drei neue Videokassetten von Rambo erwerben zu können. Glück ist wirklich das richtige Wort dafür. Demnächst kommt noch eine vierte. Aber man muss dazu sagen, diese Rambo-Videokassetten, die ihr hier seht, die sind zwar schon relativ selten, kann man behaupten. Aber es gab 7 Videokassetten von Rambo. Die muss es vor diesen Karussell-Videokassetten schon gegeben haben, mit jeweils 3 Episoden auf einer Videokassette. Also das waren eben diese 21 Episoden, die es gab auf Deutsch. Die sind super selten. Na? Also da, wie gesagt, 7 Kassetten, 3 Episoden sind 21 Episoden. Die waren aber auch nicht chronologisch da irgendwie drauf gemacht worden. Das war so... Oh, ich glaube, von den ersten 30 Episoden haben sie da 21 Episoden genommen. Das hier, die Episoden, die hier drauf sind, eine Episode pro Videokassette, beziehungsweise bei der hier drüben, da waren 2 Episoden drauf, die auch hier drauf sind. Die gab es alle auch bei dieser Erstauflagen Videokassetten. Und im Fernsehen lief das Ganze 1992 noch auf Tele 5 bei Bim Bambino. Da muss ich ehrlicherweise aber auch zugeben, da kann ich mich persönlich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht lief es erst abends, denn die Videokassetten hier, die sind zum Beispiel ab FSK 12 freigegeben worden, damals schon. Aber von den alten Videokassetten, da gab es gerade bei den ersten Folgen, da war das sogar erst FSK 16. Aus heutiger Sicht möchte man jetzt denken, huch, was ist denn da passiert? FSK 16 bei Rambo Videokassetten, da muss es ja richtig abgegangen sein.
Ich bezweifle das aber ehrlich gesagt, denn wir haben ja auch Videokassetten von Action Force und da waren ja auch schon Kassetten dabei, die FSK 16 waren. Und wenn man es jetzt auch mal ganz realistisch sieht, FSK 12, Masters of Universe in FSK 12, Mask ist FSK 12. Jetzt schaut man sich mal so den ein oder anderen Teenie-Film heutzutage an, Teenie-Comedy ab FSK 12, was da so abgeht. Ist ein Thema für sich, wir waren ja bei Rambo. Um was geht es denn über bei Rambo? Die Macht der Freiheit. Ja, Sir. Die Lage ist ernst. Die Truppen des Generals sind in Tierra Libre eingefallen. Wir müssen diese Banditen aufhalten. Sir, ich kenne nur einen einzigen Mann, der das schafft. Ich brauche auf der Stelle eine Verbindung mit Rambo. Rambo, dein Land braucht dich! Ich komme! Verdammter Mist, das wird er mir büßen! Ich wünsche dir noch einen schönen Tag! Es ist ein simples Konzept, wie man es eigentlich auch schon von anderen Zeichentrickserien kennt. Und es hat prinzipiell auch gar nicht so viel mit den Rambo-Filmen zu tun. Rambo wird vom Colonel Troutman eigentlich immer nur in jeder Episode gefühlt angerufen, dass das gegnerische Savage-Team irgendwo auf der Welt wieder was ganz, ganz Böses plant und am Laufen hat. Und Rambo wird halt dann dahin geschickt, um das Ganze zu unterbinden und um den entsprechenden Leuten dort dann zu helfen. Das ist eigentlich der Plot jeder Episode, kann man auf gut Deutsch sagen. Nur, dass Rambo hier, wie ihr es schon wahrscheinlich gesehen habt vorhin, noch einige Helfer hat. Wir haben hier einmal Cat, eine Dame, die sich gut tarnen kann, verkleiden kann. Und wir haben hier einen Mann namens Turbo, der so mit den technischen Hilfsmitteln und so weiter zur Seite steht. Und im Verlauf der Serie kommen dann später auch noch andere Charaktere dazu. Das gleiche Spiel haben wir dann auf der Seite der Bösen. Wir haben dann auch noch so ein bisschen ein G.I. Joe Déjà-vu, sagen wir mal, mit zwei Ninjas, wo beides Brüder sind und der eine Bruder für die Guten kämpft und der andere Bruder für die Bösen. Von den Animationen her ist das Ganze okay. Es gibt Leute, die lästern total über die Qualität ab. Es gibt auch Leute, die sagen, hey, das finde ich super. Ich finde es okay, was ich bis dato hier auf den Videokassetten gesehen habe. Leichte Unterhaltung, simple Unterhaltung. Original-Synchronsprecher von Rambo mit Herrn Dannenberg. Was allerdings in vielen Situationen nicht ganz so ernst rüberkommt, eher so ein bisschen Richtung... Ich will es jetzt nicht Comedy-Sprüche nennen, aber man muss dann halt auch manchmal im Kopf so einen Terence Hill haben, weil, wie gesagt, in den Zeichentrickserien geht es nicht ganz so ernst zu wie in den Filmen, selbstverständlich. Es ist an Kinder gerichtet, aber im Zusammenhang mit der Synchronisation kommt dann hier und da mal ein Schmunzeln rüber. Natürlich ist Rambo hier der Übermensch, da muss man nicht lange drum rumreden. Es ist das klassische Gut gegen Böse, in dem Gut eigentlich so gut wie immer gewinnt. Aber wenn man weiß, worauf man sich einlässt und wenn man halt auch auf diese alten Sachen steht, dann kann man hier durchaus seinen Spaß haben, seinen kurzweiligen Spaß haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nonstop mir eine Rambo-Folge nach der anderen reinziehen könnte.
wie im Vergleich zum Beispiel zu der Königin der 1000 Jahre, die immer wieder motiviert zum Weiter anschauen, weil man vielleicht auch nicht weiß, was passiert bei einer fortlaufenden Geschichte. Hier haben wir, wie gesagt, abschließende Geschichten zum größten Teil. Und man weiß auch, dass das Gute auf jeden Fall gewinnen wird. Es ist so ähnlich wie bei Mask, man kann da gute Vergleiche ziehen, auch mit G.I. Joe, die immer in jeder Folge aufeinandertreffen und die Guten dann am Ende immer gewinnen. Wie gesagt, teilt mir eure Rambo-Zeichentrickserien-Erfahrung gerne unten mit in den Kommentaren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in einem der nächsten Videos zum Thema Zeichentrickserien der 80er und 90er Jahre. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Evil has a new name. It's Savage, the secret army of vengeance and global evil. Today, Savage and its diabolical leader, General Warhawk, threaten the freedom of everyone on the face of the earth. Can anyone stop Savage? Rambo. He's not just another Joe. He's a fighting machine, expert in all tactical weapons and guerrilla warfare. Rambo's the one man you want when the going gets rough. But the fight won't be easy because General Warhawk doesn't fight fair, and he doesn't fight alone. Second in command is Sergeant Havoc. He thrives on treachery and dirty tricks. Mad Dog, he's one mean dude with a real short fuse. Gripper, a ruthless mercenary. He rewrote the book on combat. Nomad, a terrorist who's not above seizing hostages or planting a bomb. And the final member of Savage is the Black Dragon, a deadly ninja warrior. But if freedom and justice are to survive, the only hope is with Rambo and the Force of Freedom. Fighting alongside Rambo is Colonel Troutman, the toughest CO in the Special Forces. Turbo, an electronics whiz whose inventions keep the Force of Freedom one step ahead of Savage. Cat, she's always ready to swing into action. And the White Dragon, who, unlike his evil twin brother, uses his ninja powers only for good. The battle will be fierce. It'll be fought on the land and in the air. But with Rambo and the Force of Freedom, justice and liberty will never surrender, no matter what the odds. Rambo.